Liebe Yachtreiterinnen und liebe Yachtreiter, heute wollen wir Ihnen unsere Jagdreitertage der Niedersachsen-Meute vorstellen. Diese Jagdreitertage sind ein wesentlicher Baustein in unserem gesamten Meutekonzept und wir versuchen schon seit Gründung der Meute dieses Lehrgangskonzept weiterzuentwickeln. Wir merken, dass immer weniger Menschen Gelegenheit haben, Jagdreiten in ihrem Verein zu üben, geschweige denn zu lernen. Die normalen Reitlehrer sind oft nicht mehr in der Lage, das ihren Schülern beizubringen. Und deswegen haben wir gemerkt, da gibt es einen sehr großen Bedarf in Deutschland in der Jagdreiterszene. Und wir haben uns dieses als Ausbildungsziel vorgenommen. Bei den Jagdreitertagen versuchen wir, wie schon eben gesagt, den Menschen das Jagdreiten im Gelände, das Reiten hinter Hunden, die Gemeinschaft und die Faszination unseres Sportes nahezubringen. Wichtig ist für uns alle, dass es beim Reiten hinter den Hunden keine Gewinner und keine Verlierer gibt, sondern dass es einfach darum geht, gemeinsam am Ziel anzukommen und in dieser Gemeinschaft in ein ganz neues Reiterlebnis zu entwickeln. Bei den Jagdreitertagen sind wir als Organisationsteam zu viert und inzwischen in der dritten Generation in Verantwortung. Uns macht das ganz viel Spaß, weil wir die Gemeinschaft genießen, weil wir die Möglichkeit haben, Jungkunde einzuarbeiten, was später für die Jagdsaison sehr wichtig ist und weil wir einfach die Gemeinschaft mit den anderen Jagdreitern sehr genießen, das ganze Wochenende weg. Das Ziel der Jagdreitertage ist, die Jagdreiter ihren Können entsprechend verschiedene Leistungsklassen einzuordnen. Diese gehen dann in kleinen Gruppen für jeden einzelnen Tag üben. Das fängt an vom Aufwärmen, leistungssteigernd bis hin zum Jagdgalopp und beenden den Tag jeweils mit ein oder zwei Abschlussschleppen, steigern das am Samstag weiter und am Sonntag gestalten wir den Tag so, dass er einer Jagd sehr ähnlich ist, mit vielen Schleppen. Um einen Eindruck zu geben, haben wir einen Film gedreht, den wir jetzt zeigen möchten. Die Foxhounds sind im Zwinger und warten auf ihren Start. Wir sind auf unserem Übungsgelände und beobachten die Einteilung der Gruppen nach Leistungsklassen. Die Reiter beginnen in Gruppen sich vorzubereiten und die Pferde warm zu machen. Das ist wichtig, damit die Pferde sich in der Gruppe aneinander gewöhnen und die Reiter sich auf das Umfeld und die neuen Aufgaben konzentrieren. So, ihr könnt auch bitte beim Warmreiten, dürft ihr gerne nicht so lange. Sehr schnell mal nach dem Zügel nachlassen und dann wieder lang lassen. Nachlassen, lang lassen. Bitte nicht ein bisschen tiefer sitzen, ein bisschen aufrechter. Mein Gesicht ist jetzt auf den Steigbügel und mein Hintern berührt den Sattel nur ganz leicht. Warmreiten heißt ja, Muskeln, Gelenke sind alle noch nicht heiß, sind alle noch nicht warm. Und da sind schnelle, flapsige Bewegungen nicht schön. Also erst ruhig ein bisschen runter, ein bisschen ruhiger rein. Und das da ist, dann gehen wir in die Geschwindigkeit. Okay? Also versucht das Gewicht auf die Steigbügel zu bekommen. Also nicht schwer im Sattel sitzen. Genau, Janke, das war jetzt gut. Ne? Hast du gemerkt? Ihr könnt gerne einen größeren Bogen um sie rumreiten, es ist Platz genug. Die Hunde werden langsam an das Geschehen herangeführt. Gerade anreiten, gerade weiterreiten. Es waren so ein paar Wege dabei. Die waren jetzt ja alle so ein bisschen individuell unterwegs. Aber habt das schon im Hinterkopf. Übt jetzt schon Linienreiten. Wenn ihr jetzt heute hier auf die Sprünge zureitet, können die Pferde nicht verstehen, warum nicht.
der Schleppe dran drin werden soll. Also er hat das nur gesagt, nee, ich will das nicht. Ja. Tritt mal hoch oder was? Das heißt denn hoch? Genau. Also, einfach wieder hoch. Jetzt beginnen die Übungen an den Hindernissen unter Anleitung der Ausbilder. Die Ausbilder achten auf die korrekte Ausführung der Übungen. Die Schwierigkeitsgrade steigern sich im Laufe des Lehrgangs. Im Ablauf der Übung sieht man den Leistungsfortschritt bei Pferden und Reitern. Hier sieht man eine Gruppe, die leichtes Hindernisspringen übt und mit gehorsamen Sprüngen versucht, die Pferde zu disziplinieren, dass sie sich auf jeden Sprung konzentrieren. Geübt wird an unterschiedlichsten Hindernissen, die für den jeweiligen Leistungsstand der Gruppen ausgewählt werden. Eine sehr wichtige Aufgabe beim Jagdreiten besteht im Üben des Gruppengalopps. Dazu gibt es sonst zu Hause meist wenig Gelegenheiten. Wir üben das in allen möglichen Formationen. Kommt, dann könnte sich das auf andere übertragen. Wir können wenn vielleicht zweit zwei oder drei nehmen. Oder zu zweit nebeneinander immer. Ja, also für die, die gezogen werden sollen, ist es natürlich ein bisschen besser hinterher. Ja, Andreas würde besser hinterher reiten sicherlich. Und das Schlauste ist natürlich, wenn man die Mitte anpeilt. Die breite Seite, wo wenig Ausweichmöglichkeit ist und die Mitte. Und wichtig ist, wenn das Pferd hochspringt, muss man ihm natürlich Luft lassen. Die Hand muss vorgehen. Der Unterschenkel, mein berühmter Unterschenkel, der bleibt hier vorne, weil da ist ein Galoppsprung drauf und dann springt das Pferd wieder runter. Und da muss man auch mit der Hand vorgehen. Das ist das Allerwichtigste. Runter haben die Pferde eigentlich selten ein Problem, das machen die. Und sitzen danach dann drin? Ich weiß gar nicht. Ich sitze immer da drin, weil mir das andere viel zu wackelig ist. Also wenn wir da im Jagdtempo rübergehen, dann gehe ich da auch im leichten Sitz rüber. Dann springt mein Pferd rauf und runter. In, out. Aber heute wird da ein Galoppsprung draufpassen. Oder ein paar Trabtritte, je nachdem, wie wir nun kommen. Okay, dann reiten wir mal im ruhigen Galopp an. Ich würde dann auch noch mal eine Exe vorweg. Ja. Wir kommen links rum. Hier ist zum Beispiel das Billard kein wirklich schwieriges Hindernis, aber es ist eine Gehorsamsübung, damit die Pferde lernen zu springen, was man anreitet.
Immer wieder werden kurze Schleppen hinter den Hunden in das Übungsprogramm eingebaut, damit die Pferde lernen, im Jagdtempo zu gehen. Zum Abschluss des jeweiligen Lehrgangstages treffen sich alle Gruppen, um gemeinsam 2 bis 3 Übungsschleppen zu reiten. Dabei bleiben sie ganz streng in ihren jeweiligen Gruppen. Zum Ende des Lehrgangstages stellen sich alle Reiter im Halbrund auf. Die Abschlussschleppen werden beendet mit einem Curé, einer Belohnung für die Hunde. Manchmal ist es Trockenfutter, sonntags oft auch Pansen. Das Lehrgangsprogramm wiederholt sich an allen Tagen, nur dass das Niveau der Übungen angehoben wird.
Auch die Pikeurgruppen haben eigene Übungseinheiten, wie zum Beispiel das Wegreiten von den Hunden. Hier ist das Sammeln zum Curé am zweiten Übungstag zu sehen. Man erkennt, dass die Pferde bereits viel gelassener sind. Für die Hunde sind die Jagdreitertage eine sehr gute Übung. Sie werden auf die Jagdsaison vorbereitet. In Dorfmark haben wir ein vielfältiges Gelände mit Wald und Wiesen. Das ist ideal, um die Hunde zu trainieren und den gelegten Skent, sprich die Schleppe, richtig auszuarbeiten, was für die Jagden sehr wichtig ist. Da wir den Verlauf der gelegten Schleppe gut kennen, ist es für uns von Vorteil, zu sehen, welche Hunde richtig laufen und sauber arbeiten und welche noch nicht so sicher sind. Für die Hunde sind die Jagdreitertage ein wichtiger Teil der laufenden Ausbildung. Hier zeigt sich, wer der sogenannte Kopfhund ist, der die anderen Hunde mitzieht und ganz vorne läuft. Thank you.
Am Sonntag, dem letzten Tag, klappt das Aufstellen der Pferde und Reiter richtig gut. Wir haben festgestellt, dass es für den Erfolg des Lehrgangs entscheidend ist, dass die Pferde über alle drei Tage dabei sind, weil erst dann sowohl für die Reiter als auch für die Pferde der gewünschte Übungseffekt eintritt. Alle Reiter bekommen einen Buch. Und im Anschluss die Hunde das Curry. Das entspricht weitestgehend dem Ablauf einer normalen Jagd. Glücklich und gelassen kommen alle nach Hause.